sommerliche Temperaturen auf der Anlage hier am Trappensee und dazu ein strahlender Sieger, der Serbe Filip Krajinovic. Der 26-Jährige hat im Finale des 4. Neckar Cup den Slowaken Norbert Gombos geschlagen mit 6:3 und 6:2. Seinem Triumph bei dem mit 64.000 Euro dotierten Challenger-Turnier steigt der Serbe in der Weltrangliste um satte 93 Plätze auf die Position 203. Filip Krajinovic hat wie sein Finalgegner am Samstag zwei Matches bestritten, sich über Nacht aber gut regeneriert und dem druckvollen Vorhandspiel des Slowaken sowie seinem starken Aufschlag getrotzt. Als letzter Deutscher ist Dominik Köpfer im Achtelfinale ausgeschieden. Der 4. Neckar Cup ist mit dem Sieg des Qualifikanten Filip Krajinovic zu Ende gegangen. Wie fällt das sportliche Fazit aus? Für einen Turnierdirektor kann es ja gar nicht besser laufen. Ein Nobody für die Tennisfans. Achtmal spielen und dann auch noch als Sieger vom Turnier vorauskommen. Optimal gelaufen. Eine Premiere in dieser Woche waren die Night Sessions. Ein Erfolg? Ja, allerdings hätte ich gern, dass wir fünfmal abend die Night Session einsetzen könnten. Einmal war es von Wetterverhältnissen sehr gut, war es zu schön, um das Licht noch zu anmachen. Zweimal haben wir es hinbekommen, einmal leider wegen Regen ausgefallen. Der DTB-Präsident Ulrich Klaus hat die Organisation gelobt, die Spieler ebenfalls. Ist das das schönste Kompliment für einen Turnierdirektor? Natürlich, also das ist ja in Planung. 51 Wochen plane ich das parallel zu meinem normalen Job und dann solche Lobeshünden, was will man mehr? Und das, was mir jetzt auch persönlich sehr gut runterkam, haben Sie es auch gehört vom Präsidenten, dass es gekürt wurde von den Spielern, jetzt schon für 2017 einer der besten Challenger weltweit. Und das macht halt mich mit 1,70 Meter, auf einmal bin ich 1,90 groß. Ist es auch der schönste Ansporn, um 2018 ein paar Dinge noch besser zu machen? Und wenn ja, was? Ja, also ich bin ja so einer, wo immer was plant, immer einige Sachen dazukommt und Stillstand gibt es nicht. Es werden einige Neuigkeiten passieren. Dürfen wir schon eine verraten bekommen? Eine ist sicher, dass wir mit Preisgeld hochgehen. Auf von jetzt 64.000 Euro dann auf 85.000 Euro. Genau, das war ja mein Ziel beim ersten Gespräch schon mit der Presse, mit euch. Und das wird auch auf jeden Fall passieren.